Nochmal herzlich willkommen in die ganze Runde. Wir freuen uns total, dass ihr da seid. Und genau, meine Kollegin Aline und ich, Jasmin, würden euch gleich einmal in aller Kürze die Digital Changemaker Initiative vorstellen, was es damit auf sich hat. Und freuen uns auch ganz besonders, dass wir ein paar Digital Changemaker mit dabei haben aus dem aktuellen Jahrgang, die sich gleich auch nochmal vorstellen werden, ein paar Erfahrungen, Eindrücke teilen und auch eure Fragen beantworten. Vielleicht vorab noch ganz kurz ein paar einleitende Worte zur Kontextualisierung. Die Digital Changemaker Initiative ist eine Initiative im Hochschulforum Digitalisierung. Und das Hochschulforum Digitalisierung ist ein Think-and-Do-Tank, in dem wir eine ganz breite Statusgruppen- und sektorenübergreifende Community rund um Digitalisierung in Studium und Lehre zusammenbringen, Entwicklungen sichtbar machen und eben auch gemeinsam innovative Lösungsansätze entwickeln und erproben. Und dazu vernetzen, beraten, begleiten wir AkteurInnen aus den Hochschulen, aus Politik, aus Wirtschaft und Gesellschaft. Und was vielleicht noch als ergänzende Info für euch interessant sein könnte, das Hochschulforum ist eine Gemeinschaftsinitiative von Stifterverband, Hochschulrektorenkonferenz und dem CHE Zentrum für Hochschulentwicklung und ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Studierendenbeteiligung ist bei uns im Hochschulforum tatsächlich schon seit dem Beginn total zentral und wir binden Studierende auch wirklich auf allen Ebenen, in all unseren Aktivitäten auf Augenhöhe mit ein. Und mit der Digital Changemaker Initiative seit 2018 eben auch in diesem eigenständigen Programm, in dieser Initiative, in der wir Studierendenbeteiligung eben gezielt stärken und in der Breite vor allem stärken möchten. Was so dahinter steckt, unser Warum, wir sind davon überzeugt, wie mit Sicherheit auch ihr, die heute hier sind, und auch viele andere, dass das Studium und Lehre einfach besser und nutzerinnenzentriert macht, wenn Studierende aktiv mitgestalten können. Dass Studierende InnovationsgestaltungspartnerInnen sein können, aber dazu eben auch auf Augenhöhe eingebunden werden müssen. Dass studentische Stimmen stärker noch den Diskurs zur Hochschulbildung prägen sollten und dass Studierende eben auch gezielt in dieser Rolle als Change Agents und als GestaltungspartnerInnen gestärkt und weiterqualifiziert werden sollten. Und genau da setzen wir mit der Digital Changemaker Initiative auch an und bieten, kann man glaube ich so sagen, einen produktiven Rahmen für hochschulübergreifende, kreative Zusammenarbeit, für das Entwickeln von Visionen, für die Umsetzung eigener Veränderungsprojekte. Und was ist oder wer die Digital Changemaker sind, würde Aline euch kurz vorstellen. Hallo auch von mir. Ich erzähle euch noch ein bisschen was dazu, wer eigentlich die Changemaker sind. Die Changemaker, das ist eigentlich eine Gruppe von Studierenden aus ganz unterschiedlichen Hochschulen in Deutschland, die auch aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen kommen und sich teilweise an sehr verschiedenen Punkten in ihrem Studium befinden. Also ob ihr Erstis seid oder Promovierende, ihr seid alle willkommen und bringt natürlich auch durch vielfältige Erfahrungen euch in so einen ganz konstruktiven Austausch ein. Was trotz aller Unterschiede die Changemaker aber vereint, ist, dass sie schon aus so einer gewissen Unzufriedenheit mit der Hochschulbildung so einen Willen entwickeln, etwas zu verändern und ganz eigene innovative Ideen und Visionen mitbringen, um studentisches Leben zu verbessern. Dafür bietet die Zukunfts AG natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel indem ihr euch mit der HFD-Community vernetzen könnt und die verschiedene ExpertInnen zum Thema Hochschule und Hochschulbildung vereint und sowohl diese Community als auch das HFD-Team selbst unterstützt euch dadurch darin,
eigene Ideen und Veränderungsprojekte weiterzuentwickeln und ja, diese auch durch die Verbindung zu politischen AkteurInnen, die das HFD eben hat, voranzutreiben. Im Rahmen des AG-Jahres werden wir dabei in unterschiedlichen Formen zusammenarbeiten, zum Beispiel in Form von Workshop-Wochenenden, Projektteam-Calls gemeinsam und auch ExpertInnen-Tandems mit ExpertInnen aus der HFD-Community. Also ja, wir sind da sehr darauf bedacht, verschiedene kreative Methoden ja, anzuwenden, damit es ein produktiver Austausch wird, und planen unter anderem auch in diesem Jahr Innovation Trips an unterschiedliche Hochschulen, um uns ja gute, innovative Lehre anzuschauen und uns auch davon inspirieren zu lassen. Ganz wichtig für euch ist natürlich auch, dass die AG Raum bietet, euch mit Gleichgesinnten auszutauschen, ja, mit Studierenden, die gemeinsame Ziele und Interessen teilen. Und dabei ist uns auch der Spaßfaktor im Team total wichtig. Also das ist bisher immer ein sehr wertschätzendes und freundschaftliches Miteinander gewesen. Und das macht die AG-Arbeit auf jeden Fall auch aus. Ja, um euch auch so ein bisschen einen Eindruck davon zu geben, was ja in den letzten Jahren bei den Digital Changemakern so los war, was die Digital Changemaker auf die Beine gestellt haben, ein paar Eindrücke hier geteilt. Wir sind 2018 ja mit dem ersten Jahrgang gestartet. Die Studierenden oder die Mitglieder des ersten Jahrgangs haben beispielsweise eine große Studierendenumfrage, eine bundesweite Umfrage von Studis für Studis durchgeführt, an der um die 10.000 Personen teilgenommen haben, um eben ja, zu erfassen, wie steht es denn eigentlich um die Digitalisierung an Hochschulen, haben ein studentisches Thesenpapier verfasst und das gilt ehrlicherweise für alle Jahrgänge bis dato und ist auch ja, Bestandteil der AG, dass eben auch die Bühnen genutzt werden, beziehungsweise dass wir, dass die Studierenden den Diskurs zur Hochschulbildung eben dadurch auch prägen, dass sie auf die Bühnen in Podiumsdiskussionen, Workshops, Keynotes und so weiter gehen und studentische Positionen eben auch laut hörbar einbringen. Im letzten Jahr stand viel unter dem Gesichtspunkt Aufbau der Studierenden-Community im Hochschulforum, Ausbau einer ja, Digital Changemaker Lokalgruppeninitiative, eine sehr schöne Entwicklung, in der sich eben jetzt auch an Hochschulen nach Vorbild der Bundesinitiative Lokalgruppen bilden und dass die Studierenden im letzten Jahrgang stark vorangetrieben haben. Wir haben uns natürlich im letzten Jahr auch mit diesem, ja, mit dem Corona-Semester beziehungsweise der Umstellung, der Ad-hoc-Umstellung auf digitale Lehre auseinandergesetzt und da auch versucht, gemeinsam mit anderen StatusgruppenvertreterInnen auch ja, zu diskutieren und zu erarbeiten, wie kann denn jetzt eigentlich auch in so einem rein digitalen Setting Lehre funktionieren, wie können Kontakte geknüpft werden, wie kann dieses soziale Miteinander, der soziale Lernort Hochschule eigentlich gestaltet werden. Das hat uns da vor allem ja, schon in den Ansätzen umgetrieben, aber natürlich auch den aktuellen Jahrgang stark beschäftigt. Da würde Aline noch ein paar Einblicke teilen. Ja, auch in diesem Jahrgang haben die AG-Teams verschiedene Projekte umgesetzt. Zum einen beispielsweise das Projektteam Denkfabrik Didaktik, die eine offene Roundtable-Reihe gestaltet haben zu explorativer, nicht linearer Lehre und dort eben verschiedene Themenschwerpunkte mit externen ExpertInnen, aber auch mit TeilnehmerInnen diskutiert haben, oder auch ja, eine jahrgangsübergreifende Projektgruppe, die es in diesem Jahr gegeben hat, die sich mit der Hochschule der Zukunft beschäftigt hat und ja, ihre Visionen und Ideen zur Hochschule der Zukunft in einem Video verarbeitet hat, was wir oder ihr vielleicht auch in der Studiwoche schon gesehen habt, das Video zur Hochschule 2038. Im Juli gab es außerdem ein Event, was die Digital Changemaker initiiert haben zu Student Wellbeing. Also da stand die Hochschule als sozialer Lernort im Fokus und
in verschiedenen Workshops, aber auch in einer studentischen Panel-Discussion mit der Bildungsministerin Anja Karliczek wurden ja, dort verschiedene Positionen diskutiert und eben auch direkt in die Politik, an die Politik herangetragen. Zum Schluss natürlich die Studiwoche, in dessen Rahmen das Hangout ja jetzt auch stattfindet, in der ganz verschiedene ja, TeilgeberInnen mit sich eingebracht haben zu Hochschulbildung und studentischer Partizipation. Und was Jasmin auch gerade schon angebracht hatte, in diesem Jahr wurden natürlich auch wieder Podiumsdiskussionen geführt, Interviews geführt und zum Beispiel Blogbeiträge verfasst, aber auch an Keynotes wurde teilgenommen. Also da wurden auch die Bühnen vielfältig genutzt. Wir haben ja, wie angekündigt, auch ein paar Changemaker hier in der Runde. Und ich würde gerne das Wort als erstes an Annalena abgeben. Ja, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen was erzählen von euch und eurer Rolle oder ja, in der Zukunfts-AG und die anderen daran teilhaben lassen. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Annalena, ich bin im aktuellen Jahrgang Digital Changemakerin. Ja, ich bin heute hier vorbeigekommen, weil ich auch, das ist wahrscheinlich jetzt schon länger als ein Jahr her, in dem Vorabtreffen-Call zum neuen Jahrgang war und da eigentlich für mich so die Entscheidung gefallen ist, was könnte ich doch mal versuchen, damit zu machen. Mir hat es direkt ziemlich gut gefallen, so der Austausch und ja, gleich ein paar Themen irgendwie, wo ich gemerkt habe, da könnte man dran anknüpfen oder interessiert mich auch. Ja, die Themen, mit denen ich mich so beschäftigt habe, war digitale Prüfungen, vielleicht vor allen Dingen so aus didaktischer Sicht. Wir haben uns auch mit dem Thema Proctoring in der Arbeitsgruppe beschäftigt. Ja, ich habe mit einem Kommilitonen zusammen zum Thema Partizipation und Strukturen mich ausgetauscht und da haben wir auch einen Artikel geschrieben. Das heißt, man kann durchaus bei unterschiedlichen Themen dabei sein. Also ich war da auch eher so die Allround-Fraktion. Ja, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ich alles noch so erzählen kann. Wir haben theoretisch vielleicht auch Sachen, die wir zeigen können, wenn sich da Leute für interessieren oder vielleicht auch mal im Nachgang noch. Ja, also ich kann das nur empfehlen, diese AG. Ich bin wirklich ziemlich begeistert, was für ein Netzwerk sich einem da so auftut. Also ich würde sagen, das ist für mich vielleicht auch so der größte Benefit gewesen, dass man Leute trifft, die auf gleichem Niveau interessiert und auch ein bisschen nerdig unterwegs sind mit den Themen. Mir geht es an der eigenen Uni öfters mal so, dann will man da mit den Leuten drüber reden und merkt eigentlich schon, nee, eigentlich wollen die das in dem Ausmaß nicht. Und das ist bei den Changemakern und bei der HFD-Community anders. Und ja, ich würde sagen, da sind jetzt auch viele Beziehungen so entstanden, die sollte man aufrechterhalten. Da kann man dann immer wieder anknüpfen thematisch. Und das haben wir ja so auch erfahren jetzt als aktueller Jahrgang, dass die anderen Jahrgänge von davor eben auch in Projekten mit uns gearbeitet haben, irgendwie Wissen weitergegeben haben. Das war schon ziemlich cool und ich würde auch gerne dabei bleiben und mit weitermachen. Und ja, wäre dann natürlich schön, wenn man direkt mit dem neuen Jahrgang in Kontakt ist und vielleicht dann auch mal gemeinsam irgendein kleines Projekt umsetzen kann oder so. Das freut uns natürlich sehr zu hören, Annalena. Vielen Dank auch für deine Einblicke. Wir haben danach ja auch noch Zeit, uns auszutauschen. Und ja, vielleicht gebe ich erstmal an Kevin weiter, der vielleicht auch noch ein paar Worte sagen möchte. Ja, ich kann direkt an dir anknüpfen, Annalena. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir vor knapp über einem Jahr dann in dem gleichen Gesprächssetting tatsächlich auch da war. Ne? Es war Corona, Corona-Semester. Wir haben uns irgendwie zum Info-Hangout getroffen, auch über den, da waren dann auch Changemaker vom alten Jahrgang mit dabei. Und es war schon sehr anregend und bezeichnend, auch welches Diskussionsklima man dann auch geführt hat, weil für mich so, wenn ich von diesem erstaunlichsten Ereignis vielleicht sprechen könnte, war es für mich tatsächlich das University for Future Festival. Gar nicht mal wegen dem Programm. Man war zwar in der Programmgestaltung da auch teilweise mit inkludiert, auch als Jurymitglied, aber da waren so viele Leute, die einfach Bock hatten, die tatsächlich irgendwie einfach Bock hatten, mal Hochschule umzukrempeln, einfach Visionen eingebunden haben, wie Hochschule von morgen aussehen sollte.
Und das macht auch für einen selbst, glaube ich, dann einfach auch Bock, weiterzumachen, beziehungsweise auch Bock, tatsächlich da weitere Entwicklungen anzustreben. Ich selber war ja auch in der Wichen AG gewesen, also das Wichen-Video, was wir da am Mittwoch gescreent haben, zur Hochschule 2038, was auch nochmal eine Vielzahl an Palette von weiteren Themen anbietet, wo man auch natürlich weiter anknüpfen kann und nochmal weiterarbeiten möchte. Aber was auch so gut ist, tatsächlich, dass die Themen von den Changemakern dann auch selber kommen. Das heißt, die Changemaker entscheiden ja selber darüber, was auch für das Jahr so das Interesse von euch beziehungsweise von den Changemakern dann ist und an welchen Themen man gerne arbeiten möchte. Das können Themen zur Internationalisierung sein, das können Themen zur Mobilität sein, zu den SDGs sein, also sehr unterschiedlich. Also das liegt dann auch, dann sage ich mal, am neuen Jahrgang an euer Interesse, was bringt ihr da auch mit, was wollt ihr da auch mit reinbringen und welchen Weg wollt ihr da auch gerne einschlagen, weil in diesem Netzwerk von der HFD-Community lernt man eine große Zahl an vielen Menschen kennen, die da auch Lust haben, euch zu unterstützen und die, wo ihr euch auch frei entfalten könnt, sage ich mal, von kreativen Formaten, die man irgendwie auf die Beine stellen will, von Podcast hinüber bis zum Video oder einem Blogbeitrag oder einer Umfrage. Da ist sehr vieles möglich und ich glaube, das ist auch sehr bezeichnend irgendwie für die Arbeit bei den Changemakern, dass da eben auch Freiheit so ein bisschen gelebt wird. Ja. Für weitere Infos gerne melden. Danke euch für die Vorstellung.